Willkommen im neuen Video. Es wird gemütlich für die dunkle Jahreszeit und ich zeige euch heute eine ganz charmante Beleuchtung und habe dazu diesen wunderschönen Hintergrund, meine Weinkiste ganz toll illuminiert und ich beginne mein Video mit einem Ratespiel. Ihr Lieben, ratet mal, ihr werdet im Video ja auch meinen schönen Holzstapel sehen. Das Ratespiel ist: Wie viele Scheiteholz habe ich in diesem schönen Holzstapel verbaut? Und ihr dürft jetzt eine Woche lang raten bis zum nächsten Video am Samstag. Und die drei, die am nächsten der Stückzahl kommen, die werden auch etwas gewinnen. Ich habe nämlich nicht nur eine Lichterkette mit Strom hier verwendet, sondern auch eine Lichterkette mit Schnur. Ihr seht hier an dieser schönen Sisalschnur. Und es gibt zu gewinnen, für die drei besten Rater gibt es zu gewinnen jeweils eine Lichterkette umsonst per Post. An die anderen, die dürfen natürlich auch wieder bestellen. Ich habe sie wieder, die wunderschönen Lichterketten mit Timer, mit Schnur, 2 Meter lang. Die versende ich euch dann. Schreibt auch nochmal rein, Bestellung an youtube@flowerstyle.de. Schreibe ich euch alles dazu. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Raten. Mal was ganz anderes, gell? Die Lichterkette hat natürlich wie jede Lichterkette ein Batteriekästchen und damit die farblich schön passend versteckt wird, habe ich die einfach in ein Filzsäckchen eingepackt und auch da dürfen die Gewinner, andere können auch gern bei der Bestellung fragen, wenn ich die Farben habe, können wählen, welche Farbe sie gern für ihr Filzsäckchen hätten und da haben wir Orange, Rosa, Grün, Olivgrün, Braun, Erika-Farben und ich glaube, Weiß muss ich noch besorgen, aber verbirgt sich hier was dahinter? Ne, Weiß muss ich noch, gucke ich, ob ich das bekomme, aber die Farben stehen hier zur Verfügung. Up to you! Aber bevor wir mit dem Video starten, habe ich noch Neuigkeiten aus Unterfranken und für alle Pfingstrosen-Freunde gibt es jetzt ein Video. Ich muss euch das ja zeigen, weil die sind im Moment dabei, die Pflanzen die auszugraben, ja, die Vermehrung. Und jetzt werden ja die Pflanzen versendet und jetzt müssen die gesetzt werden, dass die sich schön einwurzeln und im Winter richtig gut, sich gut festsetzen und damit die nächstes Jahr toll blühen. Und schaut mal, was die für wunderschöne Pflanzen haben. Und es gibt, im Moment noch, weil die so gut gediehen sind, gibt es noch einige Pflanzen zusätzlich zu versenden. Und ich stelle euch ein kleines Video rein von den Arbeiten in Unterfranken. Und es lohnt sich total, in den Webshop zu gehen und dort zu bestellen. Rabattcode gibt es ja auch Margit, aber Pfingstrosen, das ist doch echt der Oberknaller. Das ist die Command Performance, aber da gibt es noch viel mehr schöne Sorten. Aber jetzt zeige ich euch das Video.
Hallo ihr Lieben, so jetzt haben wir ja viele Herbstvideos gemacht und ich sehe schon, dass ihr gespannt seid auf die Weihnachtszeit und wir räumen hier im Laden und wir arbeiten schon am Thema Weihnachten und da bin ich dann mal in den Keller gegangen, habe so eine wunderschöne Weinkiste, so eine richtig feste, stabile geholt und da habe auch meine Outdoor-Lichterkette mal ausgepackt und Moment, ich muss das mal einstecken und man sieht, die hat also so ein ganz tolles, warmes Licht. Ja, und ich wollte gerne draußen eine tolle Außendeko machen mit dieser Lichterkette. Jetzt ist ja das Problem, irgendwie muss man die ja in diese Holzkiste da so rein drapieren. Und gern mal bitte die Nahaufnahme. Und dann habe ich gedacht, zu der braunen Kiste passt natürlich ein brauner Draht. Da habe ich jetzt diesen schönen Basteldraht genommen. Und der Trick, dass die Lichterkette, das ist jetzt ein Lichterkettennetz, das ich genommen habe. Das ist eigentlich nicht ursprünglich dafür gedacht, aber das macht nichts. Ja, und ich gehe her und drahte das, gehe immer durch diese Sprossen von der Holzkiste und drahte den, das ist ein bisschen Arbeit und ein bisschen langwierig, und drahte diese Lichterkette hier so schön rein. Und dann werde ich, ja, und das werde ich noch draußen dann schön einbauen mit einer schönen Deko und werde mein Holz, ja, mit dem Holz was machen, also Holz zu Holz. Aber ich wollte euch schon mal die Vorbereitung hier drin zeigen mit der Kiste. Und natürlich gibt es immer so Sachen, die ich jetzt so selbstverständlich mache, damit ich ja hier unten auch schön wickeln kann. Und die Lichterkette, die fällt natürlich nach unten. Ich nutze jetzt die Schwerkraft. Die Lichterkette ist unten und ich muss natürlich diese Holzkiste erhöhen mit irgendwie mit zwei Gefäßen, dass ich hier unten auch schön wickeln kann. Weil wenn ich das seitlich mache, dann mache ich mir eigentlich nur das Leben schwer. Und wieso nicht einfach machen, wenn es auch einfach geht? Deswegen drehe ich die Kiste mit jeder Seite, die ich wickel. Da drüben war ich schon. Hier oben, das ist alles noch locker. Also ich habe noch ein bisschen was zu tun und dann geht es draußen weiter für die Außendeko. Also wir bauen jetzt am Übergang zwischen Herbst und Weihnachten für den Herbst. Man sieht, also er verabschiedet sich auch langsam bei uns. Wir sind immer sehr früh dran. Da gibt es jetzt einen Sonderpreis. Vielleicht will jemand diesen wunderschönen haltbaren Herbstkranz an seine Türe hängen, weil der hält richtig lange. Ja, ist Natur und auch ein bisschen Seide, ist alles Mögliche kombiniert. Schöne Flechtenzweige. Gibt es auch per Post wie so vieles. Ja, und dann bin ich als Mädel vom Land, bin hier wieder mal am Bauen von einem Holzstapel. Also zum einen habe ich die Holzkiste hoch reingemacht, weil ich finde, dass die, wenn die auf dem Boden ist, sieht die nicht so wertvoll aus, wie wenn die so hoch ist. Und dann ist es natürlich hier noch so ein bisschen Detailarbeit, dass ich genau die richtigen Scheite finde, dass diese Holzkiste gut steht. Ja, man muss es einfach so testen. Dann gibt es noch zu beachten, der Rand ist total wichtig, weil wenn ich jetzt nur das Holz hier stapel, dann fällt der Holzstapel einfach auseinander. Ja, und so muss ich für den Rand immer, ich muss einmal quer, einmal längs und einmal quer. Und hier sieht man auch, hier sind längs, quer, längs, quer, längs, längs. Und da muss ich immer die genau passende Höhe finden. Und diese zwei Randposten, die geben dem Ganzen Stabilität. Und jetzt kann ich eigentlich auch weiter bauen, den Rand höher und dann erst, wenn der Rand steht, dann kann ich hier füllen neben der Kiste. Also Holzstapeln will auch gelernt sein. Und es ist natürlich grandios, was ich jetzt hier habe. Die sind alle schon ein bisschen draußen. Solche eckigen Holzstücke sind natürlich der Traum, die hat leider nicht jeder. Aber hier haben wir sie und jetzt machen wir eine schöne Deko. Und wenn dann da das Licht an ist und da ist dann was Schönes drin, ein Kranz, eine Kerze, wir überlegen es noch, eine toll dekorierte Pflanze, dann gibt es hier vorm Laden ein echtes Highlight. Da freue ich mich drauf. Bis dahin machen wir noch Dreck, aber aus Dreck entsteht auch immer was Schönes. Das habe ich mittlerweile gelernt hier. So, puh, unfassbar, wie viel Dreck hier sich in die Ecken treibt und es ist super, dass wir das mal richtig neu machen. Also ich habe jetzt alles gestapelt, ich habe hier richtig schön die Ränder gestapelt. Habe hier eine Zwischenreihe gemacht, neben der Kiste
und hier auch alles schön eingepasst, ja. Und ich habe jetzt nicht genügend Holz, dass ich über die Kiste komme, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Und nur so ein kleiner Test, und es ist jetzt noch nicht mal Licht drin. Und man sieht, wie schön eine Pflanze, das ist jetzt nur eine Chrysantheme, eine Präsentationsfläche bekommt. Das ist so ein richtig tolles Arrangement, und wir werden uns überlegen, was wir da Schönes rein dekorieren. So, dann noch ein kleiner Trick am Rande. Das Kabel, das habe ich natürlich nach hinten rausgeführt aus der Kiste. Und das werden wir, damit wir Strom haben, zum Fenster reinlegen. Das kommt gleich. Und dann habe ich ganz bewusst, jetzt liegt zwar noch das Kabel hier auf dem Holzstapel, ganz bewusst den Holzstapel wirklich am Fenster anschließen lassen, damit das Kabel verschwindet und damit es aussieht wie von Zauberhand, wenn wir diese schöne Beleuchtung anmachen. Aber ich mache jetzt erstmal sauber hier eine Runde und dann zeige ich euch das nochmal mit Licht, obwohl das abends natürlich ganz anders wirkt. So, es ist jetzt Samstagnachmittag. Wir haben hier viel gemacht. Guckt mal diesen wunderschönen Amaranthus. Ich zeige mal mein Verkleben. Um die Relation zu bieten, halte ich mal meine Hand dran. Das ist der Hammer. Ja, und haben jetzt also viele schöne Sachen gemacht, auch herbstliche Sachen. Hier ist zum Beispiel ein kleines Arrangement in einer Birkenschale mit kleinen Eriken, Kastanie, auch noch ein Korkenzieher, Haselnussast so lässig drüber gelegt. Die lassen sich wässern, indem man die einfach hier rausnimmt. Ja, die sind also herausnehmbar gestaltet. Ging ja auch per Post das Ganze, wie so manches. Hier ein kleiner Schwenk auf den Preis. Ja, und der Laden glänzt. Wir haben also viel gemacht. Alles hat seine guten Seiten. Und draußen haben wir auch so viel gemacht. Und das sind immer die Arbeiten, die eigentlich die Leute gar nicht so sehen. Wir sehen immer, wenn wir die schönen Adventsarbeiten machen, aber da wurde der Wein ausgeschnitten, da wurde mal richtig gefegt, da wurde alles geputzt und da wurde natürlich ganz adrett neu unsere wunderschöne Dekobasis erstellt. Ach, ich freue mich und ich werde die Tage abends nochmal Fotos machen, die ich euch dann zeige. Ihr Lieben, das war jetzt schon mal eine kleine vorbereitende, ja, eine Basis für herbstliche und adventliche Deko mit diesem schönen Holz, das wir jetzt einfach neu arrangiert haben. Und völlig egal, was ihr da reinstellt, es bekommt, also jedes Werkstück bekommt eine ganz andere, ja, einen ganz anderen Auftritt, wenn es so eine wunderschöne, ja, wie soll ich mal sagen, so ein wunderschönes Umfeld und Surrounding hat. Guck mal, allein diese Kerze mit getrockneten Bananenblättern im Glas. Herbstlich arrangiert. Ein Traum. So, jetzt sage ich nochmal Tschüss, ihr Lieben. Ich gehe jetzt auch ins Wochenende und ich bin auch von diesen vielen Räumarbeiten und von diesem vielen Überkopf, ich bin total verwurstelt. Und es wird jetzt Zeit, dass ich jetzt die letzten Reste in meinem Laden noch ordentlich sortiere, noch Kasse mache und dann wird noch einmal gefegt. Und dann muss ich noch liefern und dann gehe auch ich endlich ins Wochenende. Und ich fand es schön, dass ich euch diese schöne Deko-Idee mit den Lichterketten zeigen konnte. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und ich freue mich. Ich freue mich über jeden Kommentar und schreibt mal, ob ihr sowas auch gemacht habt schon mal, ob ihr Holz zur Verfügung habt. Ich bin gespannt auf eure Meinungen, wie immer. Tschüss!